Das heißt ja, dass Kinder nur dann zu einem kommen, wenn sie irgendetwas brauchen. Dad, ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich hol meine Jacke. Wir führen einen Krieg. 30 Jahre in der Zukunft. Unser Feind ist nicht menschlich. Und wir werden verlieren. Sie müssen Seite an Seite mit uns kämpfen. Ich komme wieder. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Wenn ihr in 7 Tagen in den Krieg geschickt werdet, dann kämpft ihr nicht für euer Land. Ihr kämpft für die Welt. Alles okay? Ja, ich zieh nur in den Krieg. Nicht quatschen, zuhören. Tut mir leid, wenn ich nervös bin, dann rede ich. Und ich bin gerade eine 97 auf der Nervositätsskala. Klingt nach Spaß. Willkommen in der Zukunft. Sie und Ihre Einheit sind jetzt im Jahr 2051. Die sind überall. Wir sind Nahrung für sie und die sind hungrig. Unser Feind ist klüger, schneller und stärker, als ihr euch vorstellen könnt. Willst du mal was wirklich Gefährliches sehen? Ich habe zwar das Gefühl, dass ich, seit ich hier bin, nichts anderes sehe, aber okay. Innerhalb der nächsten paar Wochen wird die menschliche Spezies vom Angesicht dieses Planeten verschwunden sein. Nichts, was wir hier tun, ändert irgendwas. In dem Punkt irrst du dich. Ich glaube das kein bisschen. Gemeinsam können wir den Krieg verhindern. Er wird nie ausbrechen. Ich habe das Gefühl, als könnte ich der Welt eine zweite Chance verschaffen. Zweite Chancen sind nicht so leicht zu bekommen. Schnell sie ab! Diesmal verstecke ich mich nicht. Ich werde kämpfen. Die ist ja nicht mal geladen. Klar ist die nicht geladen. Wir sitzen in der Druckkabine. Wieso sollte ich die hier laden? Wenn ich ein Loch in die Wand schieße, werden wir alle rausgesaugt.